Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, 1 Milliarde Euro wollen Union und SPD für die Forschung in die Arbeitswelt bis 2020 auf den Tisch legen. Die Humanisierung der Arbeitswelt soll erforscht werden und dabei wird der Digitalisierung besonders in den Blick genommen. Das ist klasse, das gab es zuletzt in den 80er Jahren. Dem damaligen Programm verdanken wir zum Beispiel eine verstärkte Diskussion über Lärmschutz und Gruppenarbeit als Form der Arbeitsorganisation in den Betrieben. So weit, so gut. Aus meiner Erfahrung als Gewerkschafterin kann ich mich aber daran erinnern, was seinerzeit auf Druck der Arbeitgeber politisch nicht umgesetzt wurde. Zum Beispiel die Mitbestimmung der Beschäftigten über ihren Arbeitsplatz und über ihre Arbeitsorganisation. So weit ging die Sozialpartnerschaft schon damals nicht. Denn immer wenn Unternehmer glauben, dass jemand in ihre unternehmerische Freiheit und Verfügungsgewalt eingreift, kommt ein klares Nein. Und nichts passiert mehr politisch danach. Das kritisieren Gewerkschaften bis heute. Das aktuell geplante Forschungsvorhaben der Bundesregierung wird sich also daran messen lassen müssen, ob zentrale Ergebnisse diesmal umgesetzt werden. Daran, muss ich aber ehrlich sagen, habe ich meine Zweifel. Die Arbeitgeberverbände haben ihre Vision zur Arbeit der Zukunft längst auf den Tisch gelegt. Auf dem Spiel stehen mal wieder Arbeitnehmerschutzrechte wie Kündigungsschutz, aber auch 8-Stunden-Tag und Renteneintrittsalter. Wenn das so kommt, dann zahlen die Beschäftigten mal wieder die Zeche der ganzen Sache. Die Generation, die ihr Leben an einer neuen digitalen Welt gestalten muss, sind die jungen Menschen, die heute ihren Start ins Berufsleben haben. Und wie sehen deren Zukunft und deren Situation heute schon aus? Zum Einstieg in den Arbeitsmarkt sind gerade junge Menschen bis 25 in einer Menge prekären Arbeitsbedingungen konfrontiert und ausgesetzt. Jeder Vierte ist befristet oder bekommt einen Minijob. Und fast die Hälfte arbeitet im Niedriglohnbereich. Wie prekär und besorgniserregend die Situation junger Menschen ist, können wir heute schon längst sehen. Dazu brauchen wir eigentlich kein Forschungsprogramm. Und wissen Sie noch, meine Damen und Herren, diese Menschen können schon heute von ihrer Arbeit nicht mehr leben. Und Sie schauen einfach zu. Sie wissen das alle schon. Deswegen stellt sich für uns eine völlig andere Frage. Wird der digitale Wandel zu einer weiteren Verschärfung der bereits existierenden Probleme und Belastungen von Beschäftigten führen oder nicht? Es gibt heute schon zu viele Ausnahmen von der Regel. Deswegen befürchte ich, dass die Bundesregierung im Zweifel die Forschungsergebnisse, die Arbeitnehmerrechte stärken oder ausweiten sollen, einfach ignorieren. So war das schon damals vor 40 Jahren. Und Sie müssen nicht sagen, das ist schon Quatsch. Sie müssen einfach mal gucken, was damals passiert ist. Ich glaube, SPD und CDU ein ernsthaftes Interesse daran haben, Arbeitnehmerrechte zu stärken. Sie sagen zwar, dass sie etwas für Beschäftigte machen, aber am Ende kommt immer nur heiße Luft dabei raus. Immer wenn sie etwas für die Beschäftigten regeln, bauen sie eine Hintertür ein. Ein Einfalltor für Arbeitgeber, damit die ihre Regeln am ersten Tag an ignorieren und unterwandern können. Dazu ein Beispiel. Ein Mindestlohn war notwendig und musste eingeführt werden. Millionen Beschäftigte sind heute darauf angewiesen. Nach langem Druck, auch von uns, haben Sie einen Mindestlohn eingeführt, aber nur mit Ausnahmen. Mit Ausnahmen, verdammt nochmal. Auch gerade für junge Beschäftigte, Praktikanten und Jugendliche unter 18 sind junge Menschen, nichts anderes. Seit 2 Jahren warten wir nun schon darauf, dass Sie es ernst machen, mit dem Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträge einzudämmen. Und
Wann kommt das endlich? Wann passiert jetzt endlich mal was? Ihr Antrag ist ein notwendiger Schritt in die richtige Richtung. Die Digitalisierung kann eine Chance für unsere Gesellschaft sein, zu einer Humanisierung der Arbeitswelt zu kommen. Aber was in Ihrem Antrag aus unserer Sicht absolut fehlt, ist, das an der reellen Problemen anzusetzen, deren Beschäftigte schon heute ausgesetzt sind. Deswegen kann ich Sie nur bitten, stimmen Sie auch um zum Antrag zu, damit genau dieser Teil in das Projekt mit eingeführt wird und auch eine Rolle spielt. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner für die sozialdemokratische Fraktion ist der Kollege Willy Brase.